Hallo Freunde, willkommen auf meinem Channel im neuen Jahr. Heute würde ich gerne weiter mit vollständiger Induktion arbeiten und zeige euch eine Abschätzung der Kehrwerte der Kubikzahlen. Okay? Also die Aussage lautet 2 mal 1 plus ein Achtel plus ein 27. plus und so weiter plus 1 durch n hoch 3 ist kleiner als 3 minus 1 durch n Quadrat. Das ist eine ziemlich interessante Aussage, denn so sehen wir, dass die Summe der Kubikzahlen auf jeden Fall ziemlich beschränkt ist und sogar das Doppelte davon geht nicht über die 3 hinaus. Ja, natürlich ist mit wachsendem n dann 1 durch n Quadrat umso kleiner, aber die obere Schranke ist dann 3 und somit ist die obere Schranke für die Summe der Kubikzahlen 1,5. Ich finde das interessant, ich hoffe, ihr auch. Und wir üben noch ein wenig Induktion. Und n sollte größer gleich 2 sein, laut dieser Aufgabenstellung. Also probieren wir das mal. Das heißt, wie immer, Induktionsanfang. Also setzen wir für n 2 ein. Was hätten wir dann? 2 plus, ja, nur noch ein Achtel und auf der rechten Seite hätten wir 3 minus ein Viertel. Wir sind hier bei 2, ein Achtel oder da sind 17 Achtel auf der linken Seite und hier müssen wir, also wir sind erstmal bei 12 Viertel. Wir sind bei 12 Viertel minus ein Viertel, da sind 11 Viertel. Ja, und wenn wir das auf 8 bringen, sind wir bei 22 Achtel. Das ist natürlich mehr. Also, Induktionsanfang war erfolgreich. Was ist dann der das Induktionsziel, was ich euch immer empfehle aufzuschreiben? Das Ziel ist, dass diese Aussage dann einfach, also 1 plus ein Achtel plus und so weiter plus 1 durch n hoch 3 plus 1 durch n plus 1 hoch 3. Das sollte kleiner sein als 3 minus 1 durch n plus 1 zum Quadrat. So, probieren wir das mal. Das heißt, ich habe 2 mal 1 plus ein Achtel plus und so weiter plus 1 durch n hoch 3. Damit kann ich ja die Induktionsvoraussetzung nutzen. Plus, ja, dann habe ich noch 2 mal n plus 1 hoch 3 draußen. So, und das ist per Induktionsvoraussetzung kleiner als 3 minus 1 durch n Quadrat. Und dann kommt nochmal dazu 2 durch n plus 1 hoch 3. So, das Ziel ist es, damit nach oben abzuschätzen. Also kämpfen wir dafür. Und das ist 3. So, wir bringen das hier. Das ist dann n plus 1 hoch 3, was wir hier haben. Also minus n plus 1 hoch 3 durch n Quadrat mal n plus 1 hoch 3 plus 2 mal n Quadrat durch n plus 1 hoch 3 mal n Quadrat. Okay, können wir damit ein bisschen weiter was anfangen? Ja, wir wollen immer noch hier hin. Also hoffen wir, wenn wir gleich die Klammer auflösen und da was zusammenfassen, dass einiges wegfällt. Wir probieren das auf der nächsten Seite zu machen. Also wir haben hier immer noch 3. So, dann habe ich jetzt hier das Minus. Ich habe also, ich schreibe Plus vielleicht auf. Wir sollen das Minus haben. Ja, wir behalten das im Auge. Die Nenner sind gleich. Also n Quadrat mal n plus 1 hoch 3. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ich gleich einiges kürzen kann. Klammer auflösen. Wir haben minus n hoch 3, minus 3n Quadrat, minus 3n und minus 1. Alles mit Minus wegen Minus vor dem Bruch. Und dann haben wir nochmal plus 2n Quadrat. Jetzt versuchen wir, so viel es geht, hier zu vereinfachen. Also 3. So, jetzt kommt mal mit. Also wir haben jetzt, wenn wir die beiden verrechnen, haben wir minus n Quadrat. Wenn ich das Minus vorziehe, habe ich n hoch 3, ich habe plus n Quadrat, ich habe
plus 3n und plus 1. So, und jetzt überlegen wir uns Folgendes. Wir sind fast so weit, denn wir wollten hierhin. Also, das ist dann, wir wollen hier ankommen. Also, ich ziehe hier was ab und indem ich zum Beispiel auf die 1 verzichte und auf 3n verzichte, ziehe ich auf jeden Fall weniger ab, also werde ich größer. Stimmt das? Ja, das heißt, das ist ja genau die Richtung, in die ich will. Also das ist kleiner als 3 minus n hoch 3 plus n Quadrat geteilt durch n Quadrat mal n plus 1 hoch 3. Ja, das ist hier relativ klar, denn ich verzichte auf diese beiden Terme. So, jetzt habe ich aber das so gemacht, dass ich hier das n Quadrat ausklammern kann. Es bleibt n plus 1 in der Klammer und wir haben hier n Quadrat mal n plus 1 mal n plus 1 hoch 2. Ich schreibe das extra so auf und jetzt, wie ihr seht, pam, 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 fliegt alles weg und wir haben dann 3 minus 1 durch n plus 1 zum Quadrat. Und das ist genau das, was wir hiermit machen wollten. Okay, ich hoffe, das war verständlich. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.